Ja, liebe Fans, ich wollte mich zunächst nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für den tollen Empfang hier in der Löwenfamilie. Ihr habt mich mit offenen Armen empfangen, mit viel Sympathie und mir somit auch den Einstieg hier sehr erleichtert. Am Anfang habe ich jetzt ganz bewusst noch nicht die Öffentlichkeit in dem Ausmaß gesucht, sondern mich hier im Team mit den Kollegen fleißig den Aufgaben gewidmet, sodass wir auch hier im verwalterischen Bereich die bevorstehende Spielzeit bestmöglich vorbereiten können. Jetzt steht der für uns so wichtige Dauerkartenverkauf bevor und das war für mich die Motivation, eben auch heute meine ersten Worte an euch zu richten und das Thema mit euch nochmal ganz kurz zu besprechen. Dazu würde ich gerne nochmal ganz kurz zurückblicken. Januar 2020 fanden Gespräche statt mit der Geschäftsführung und den Gesellschaftern, einfach um den Budgetierungsprozess für die bevorstehende und für die nächste Saison zu vereinbaren. Man hatte da die Ausgangslage eben auch natürlich vor Corona so dargestellt, dass die Erlöse aus der Rückrunde vollumfänglich in die Finanzierung der beiden Spielzeiten einkalkuliert werden. Dann kam im März Corona und ihr wart wirklich im Rahmen der Macht der 60er Vollaktion eine wahnsinnig wichtige Unterstützung und eine große Hilfe und da sind wir euch sehr dankbar, dass wir mit 80% der gewandelten Dauerkarten und über 3000 verkauften Dauer- und Tagestickets wir die Ausgangslage fast auf dem gleichen Niveau halten konnten. Der Budgetierungsprozess lief im Ergebnis so, dass man sich aus Erfahrungswerten angeschaut hat, was man auf der Ertragsseite annehmen kann und was man auf der anderen Seite natürlich dann investiert in der Gesamt-KGA, aber auch insbesondere im sportlichen Bereich. Im März kam dann Corona, was uns in die Lage versetzt hat, dass man die ganzen Risiken, insbesondere im Bereich der Dauerkarten, wie gesagt, die Bedeutung habe ich herausgestellt. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Vereine, die einen so einen hohen Anteil in den Erlösen aus Karten haben. Und gleichzeitig haben wir auch das Sponsorenrisiko uns angeschaut und sind auf einen erheblichen Betrag gekommen. Wie ihr mitbekommen habt, und das war ein sehr, sehr wichtiges und positives Zeichen als Basis und Ausgangslage für die bevorstehenden beiden Spielzeiten in den Planungen, hat ja unser Gesellschafter da viel, viel Verantwortung übernommen und hat uns eine Risikoabsicherung bzw. ein sogenanntes Basispaket ermöglicht, auf dem wir wirklich sehr positiv und gut dann in die neue Spielzeit schauen konnten. So haben das auch Michael Kölner und der Günter Gorenzel ja dann auch in der Woche in der Pressekonferenz beantwortet, dass wir sicherlich gewisse Restriktionen im Budget haben als Ausgangslage und gleichzeitig sehr zuversichtlich und positiv sind, weil wir zum einen die Basisabsicherung im Finanziellen haben, aber weil auch der Sport die Gegebenheiten annimmt und da letzten Endes sehr positiv in die neue Saison jetzt das Ganze angehen möchte. Gleichermaßen ist es so, dass, wie gesagt, die Erlöse aus den Dauerkarten und Ticketing für uns in der Ausgangslage eine sehr, sehr wichtige Annahme waren und wir halt gleichzeitig sehr intensiv in allen Bereichen daran arbeiten wollen, dass wir unsere angenommenen Erlösannahmen vielleicht sogar nochmal übertreffen können, weil wir dann in der Situation wären, wirklich auch auf der Aufwandsseite mit Blick auf den Etat der ersten Mannschaft nochmals zu prüfen mit den Gesellschaftern, ob es da womöglich nochmal Möglichkeiten gibt, eben das Ganze zu überarbeiten und neu zu gestalten. Auf den Punkt gebracht, wollen wir in Verantwortung gehen. Wir wollen in allen Bereichen, wo wir Erlöse generieren können, motiviert die Sache angehen. Wir wollen schauen, dass wir eben nicht auf das Thema dieser Sicherheit zurückgreifen müssen, sondern andersrum, dass wir unsere budgetären Erwartungen übertreffen und somit eben auch nochmals womöglich das ein oder andere dann auch an anderer Stelle investieren können. Mit Blick auf die Dauerkarten haben wir uns der Aufgabe angenommen. Wir haben intensivst, sehr offen, sehr transparent versucht, einen fairen, guten Ansatz zu finden und sind da eben auf dieses Modell gekommen, zwei Dauerkarten anzubieten. Einen Kopf- und einen Herz-Kartentyp haben wir rausgearbeitet und wollen an der Stelle einfach nochmals euch die Entscheidung überlassen und natürlich euch dorthin gehen begeistern, dass möglichst viele von euch die Herzdauerkarte kaufen. Wir haben versucht, euch zu motivieren mit einem ganz besonderen Trikot. Das wird zu euren Ehren auch dann einmalig spielen. Mein Herz für die Löwen als Slogan. Zu euren Ehren wird das Trikot gespielt, zu einem ganz besonderen Spiel, das wir noch auswählen. Und
sobald dann auch feststeht, mit Blick auf die Sicherheits- und Hygienekonzepte, wie wir die Spieltage organisieren können, dann werden wir auch versuchen, eine bestmögliche, transparente und faire Lösung zu schaffen und haben natürlich das Ziel, möglichst viele Zuschauer dann auch zu den Spielen zuzulassen. Jetzt steht ein tolles, sonniges Wochenende bevor. Ich hoffe, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit, dass ihr auch euch mit dem Thema der Dauerkarte beschäftigen könnt. Dafür schon mal ganz großes Dankeschön von meiner Seite und auch stellvertretend für die Kollegen. Und freue mich, mit euch eine erfolgreiche Saison 2021 angehen zu können. Vielen Dank.